Yo Leute, was geht ab? Und willkommen bei einem neuen Video. Und heute fahre ich mal ein bisschen mit meinem Kollegen Enduro oder halt keine Ahnung, was wir vorhaben. Gehen ihn mal auf jeden Fall mal besuchen und schauen wir mal erstmal seine Vollcross an. Ich habe die nämlich auch noch nicht mal gesehen. Und ja, davor muss ich jetzt noch schnell tanken fahren. Jo, ich habe mir jetzt das Video auch angeschaut, wie es jetzt so ist mit dem Mikrofon in dem Helm drin. Und ich bin eigentlich voll zufrieden. Ich habe ja gesagt, ich erzähle euch heute, wieso ich meine SMCR verkauft habe. Ich bin jemand, der kauft sich irgendwas und irgendwann will er dann halt wieder was Neues. Und bei mir ist es halt extrem bei Motorrädern. Ich glaube, ich habe mir jedes Jahr bis jetzt ein neues Motorrad gekauft und das alte halt dann wieder verkauft. Ich kaufe mir halt immer Motorräder, richte sie so her, dass sie mir persönlich halt am besten gefallen. Und dann verkaufe ich sie irgendwann mal, wenn ich so zufrieden bin, wie sie jetzt aussieht, dann verkaufe ich sie meistens irgendwann mal wieder. Und ich hatte ja jetzt schon ziemlich viele Motorräder und die SMCR war ja nicht mein Motorrad, das was ich vor der hier hatte, vor der XC, sondern ich hatte ja dann noch eine BMW X-Motor dazwischen. Und ja, die SMCR habe ich mir eigentlich, damals habe ich sie verkauft, aus dem Grund, weil mein Auto kaputt gegangen ist. Dachte mir, ja, dann habe ich das Geld schon mal, dann kann ich gleich mein Auto abbezahlen. Ich habe halt mein Auto finanziert und das heißt, dass ich eine Anzahlung gemacht habe. Dann halt müsste ich monatlich, habe ich halt irgendwas zahlen müssen und habe dann eine Schlussrate und ich wollte halt die Schlussrate sofort weg haben. Also ich muss ja, das Leasing läuft über 3 Jahre und ich muss halt dann jedes Jahr einen gewissen Zinssatz zahlen, was bei mir bei 0,9% liegt. Servus. Grüß dich. Servus. So kriegst du den schönen Ton hin. Ja. Jo, und ja, und mir hat es halt nichts gebracht, weil ich die Zinsen dann über die 3 Jahre zahlen muss. Da hätte ich dann auf den Schlag dann auch nochmal drauf zahlen sollen. Und da hat mein Dad halt gemeint, ja, das lohnt sich nicht. Und dann hab's lieber, hab's entweder lieber dann auf dem Konto oder kauf dir halt wieder eine neue Maschine. Und ja, und ich wollte es halt einfach als Sicherheit haben. Aber hatte dann so Bock wieder auf Motorrad und dann habe ich mir gedacht, ja, eine Zwischenlösung, die BMW, war aber dann irgendwie nicht so das Wahre. Und dann habe ich mir gedacht, ich wollte immer schon so eine XC haben. Und dann habe ich auf ein geiles Angebot gewartet und habe sie mir dann gezogen. Und ursprünglich war halt meine SMCR, das war mein absolutes Traummotorrad, das wollte ich immer schon haben, als ich 12 war schon. Da gab es ja die vorigen SMCs und die waren immer schon ein Traum und ja, und dann habe ich mir den Traum irgendwann mal erfüllt. Ich habe halt die ganze Zeit gespart. Ja, mein erstes richtiges Motorrad war ja eine Duke 390, wie ich schon mal gesagt habe. Und die habe ich damals auch richtig günstig gekauft. Ich kam aus Italien damals, die habe ich dann umgemeldet und Akrapovic und alles dran gemacht und habe sie dann, glaube ich, für 500 Euro mehr nach der Saison wieder weiterverkauft und habe dann weiter gespart, bis ich mir dann schlussendlich meine Traummaschine, halt die SMCR, gekauft habe.
ja, ist schon. Ja, und die bin ich dann, glaube ich, ein ganzes Jahr gefahren und habe sie dann, ja, aus einem dummen Grund verkauft, weil ich das Geld anscheinend gebraucht habe, obwohl das ja eigentlich, ja, mir jetzt dann doch nichts gebracht hat. Aber schlussendlich hatte ich auf jeden Fall eine geile Zeit mit der Maschine und ich kann sie jedem nur empfehlen. Es ist so ein krankes Teil, vor allem für den A2. Es ist so ein perfektes Bike. Geile, also die spricht so krass an für die 41 PS. Wir wissen ja meistens, wahrscheinlich eh die meisten, dass man sie nicht mit 48 PS fahren darf, weil sie einfach zu leicht ist. Kann ich nur weiterempfehlen. Das ist das perfekte A2-Gerät. Und yo, ich fahre jetzt mit meinem Kollege, fahre ich jetzt halt zu seiner Oma und holen da seine Cross ab. Und werden dann da noch mal eine Runde fahren. Und dann sieht man sich dort, glaube ich, nochmal. Deswegen sage ich jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Das nächste Video kommt dann einfach morgen gleich am nächsten Tag drauf, weil es ja eh am selben Tag sich abspielt. Und yo, bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute.